Oh. So, schönen guten Abend zum aktuellen Vortrag auf unserem WAA Live-Kanal Sternenhimmel aktuell. Wir haben Juli, wir haben die Sommersonnenwende hinter uns gebracht und blicken auf eine Vorschau für die kommenden Wochen und in diesen kommenden Wochen, zu denen auch der Monat August 2023 gehört, ist natürlich wieder einmal das Thema wie jedes Jahr, was dürfen wir denn von den Perseiden, von diesem Meteorstrom erwarten im heurigen Jahr. Es ist zweifellos, wie gesagt, ein Himmelsereignis, das für Fachkundige nicht das große Spektakel darstellt, allerdings für die Medien sehr wohl. Und das ist mitunter ein Grund, warum wir uns heute damit beschäftigen, aber es hat natürlich dieser August 2023 oder die kommenden Wochen eine Menge anderer interessanter Dinge für uns am Sternenhimmel zu bieten, so dass ich geneigt wäre, mich jetzt direkt in den Vortrag hineinzubegeben. Die Himmelsvorschau bis Ende August 2023. Und werde zu diesem Zweck auch da jetzt noch meine Kamera wegnehmen, und damit das kleine Bildchen da nichts auf meinen Slides überdeckt. Herzlich willkommen an alle, die sich im Chat schon mal gemeldet haben, von wo auch immer Sie uns zusehen und zuhören. Ja, ich sehe hier Berlin. Schönen Gruß nach Berlin. Wenn es hier in Wien im Hintergrund jetzt in den nächsten Minuten kracht, dann liegt das nicht daran, dass hier im Haus irgendetwas faul ist, sondern das liegt dann möglicherweise an dem Gewitter, das in den nächsten Minuten hier hereinbrechen könnte. Ich sage mal, solange Strom und Internet da bleiben, macht das ja nichts. Sollte ich weg sein, dann gehen wir bitte alle davon aus, dass es mir gut geht und dass nur der Strom weggebrochen ist, aufgrund vielleicht eines Blitzschlags oder was auch immer. Aber sehen wir mal. Ja, und Schlagwort Chat. Alle, die im Chat hier bei uns dabei sind, können natürlich auch Fragen stellen. Ich lese gerade, ja, in Berlin geht es auch rund, wettermäßig, na, dann hoffentlich, ich halte die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird. Meteorstrom der Perseiden. Ich habe eingangs jetzt schon so eine Bemerkung darüber gemacht. Ein Meteorstrom, im Volksmund auch Sternschnuppenschauer genannt, ist im Prinzip nicht das spektakuläre Himmelsereignis, das von den meisten erwartet wird, insbesondere wenn wir die Berichte in den Medien verfolgen. Wenn da die Rede ist von es regnet Sternschnuppen, na, dann rate ich mal jeden, der sowas schreibt, sich in den Regen zu stellen. Vielleicht bei so einem starken Gewitter, wie sie derzeit abgehen, das ist wirklich viel Vergnügen dabei, die Tropfen zu zählen. Das sind sehr, 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 sehr viele. Und so viele wie Regentropfen sind Meteorerscheinungen auch bei einem Meteorschauer wirklich nicht zu erwarten. Niemals, unter gar keinen Umständen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wenn die Erwartung so hochgeschraubt wird durch Schlagzeilen wie es regnet Sternschnuppen. Ich habe das schon gelesen bei Meteorschauern, bei denen so ungefähr 8 bis 10 Erscheinungen pro Stunde zu erwarten waren.
dann ist natürlich die logische Reaktion bei den meisten dann, ach, so ein Schwachsinn, was die schon wieder verzapfen, diese Wissenschaftler. Stimmt doch alles nicht, haben wir schon mit Corona erlebt, dass das alles nicht stimmt und das stimmt auch nicht. Und die ganze Wissenschaft ist einfach Müll. Wir sind es nicht, sage ich gleich mal. Und daher ist es ein ganz spezielles Anliegen, realitätsnah über die Dinge zu berichten. Und das soll jetzt also passieren. Also ganz sachlich, was ist ein Meteor? Was ist ein Meteorstrom? Vielleicht hat es der eine oder die andere hier schon mal gehört, aber ich sage es gern immer wieder. Wir haben ein Weltall, das, und das mag allen, die vielleicht daheim ein bisschen leid geprüft sein, ein schwacher Trost sein, wir haben es mit einem Weltall zu tun, das nicht sauber ist, sondern unser Weltall, und das beginnt beim erdnahen Weltraum und geht bis in die Tiefen des Universums, ist alles andere als sauber. Es gibt da jede Menge Staub drin. Und natürlich kann jedes Staubkörnchen von sich mit Fug und Recht behaupten, hey, ich bin ein Himmelskörper. Ja, ist es ja auch denn letztendlich. Und Himmelskörper können nun mal miteinander kollidieren. Und wenn das Große miteinander tun, dann ist das eine ganz, ganz schlimme Sache. Wir hatten in der Frühzeit unseres Sonnensystems ganz heftige Kollisionen großer Himmelskörper. Ein Nebenprodukt einer solchen ist das System Erde-Mond. Und zum Glück ist unser Sonnensystem, um jetzt hier in diesen Bereich zu kommen, recht gut geordnet in der Zeit, in der wir leben. Und die großen Kollisionen sind zum Glück sehr, sehr selten geworden. Aber die kleinen, die gibt's laufend. Und so kommt es nun oft dazu, dass ein ganz kleiner Himmelskörper, und wir nennen ihn einen Meteoroiden mit einem weichen D hinten dran. Das soll nicht suggerieren, dass der Kerl weich ist, sondern dass er klein ist. Wir können auch sagen, ein Mikroasteroid meinetwegen. Ein Ding, das meist kleiner als ein Millimeter ist oder bestenfalls einige Zentimeter. So ein Ding kollidiert mit der Erde. Und das geht für unseren Meteoroiden nicht gut aus, denn bei einer Eintrittsgeschwindigkeit, die in etwa der einer abgefeuerten Gewehrkugel entspricht, ist die Reibung mit der Erdatmosphäre so heftig, dass das kleine Himmelsobjekt schlagartig zur Gänze verdampft. Das geht vom festen in den gasförmigen Zustand über und das war's, aber ein kleines Etschi-Betschi bleibt, nämlich beim Eintritt ionisiert dieser kleine Himmelskörper die Atmosphäre, die Luft hinter sich. Und es entsteht so ein kurzzeitiger Ionisationsschlauch und diese ionisierte Luft, was ist ionisiert? Den Atomen wird ein Elektron entrissen oder zumindest in einen anderen Anregungszustand gesetzt. Und das bleibt nicht so. Wenn im Atom ein Elektron entrissen wird, holt sich das Atom unter Umständen aus seiner Umgebung ein freies Elektron zurück. Wir nennen diesen Vorgang die Rekombination. Und diese Rekombination hat als Nebeneffekt die Emission von Licht, also elektromagnetischer Strahlung. Klingt jetzt unheimlich wissenschaftlich, das heißt, ein kleiner Meteoroid dringt in die Erdatmosphäre ein, verdampft restlos, aber dringt so schnell ein, dass die Luft hinter dem Teilchen ionisiert wird und dadurch zum Leuchten angeregt wird. Und dieses Leuchten, nicht das Dingen selbst, dieses Leuchten ist Meteor, ist die Sternschnuppe.
Also wenn wir eine Sternschnuppe sehen oder Meteor, ist eben die Leuchterscheinung wichtig. Das ist nicht das, was zum Boden fällt. Wenn wir eine Sternschnuppe sehen, sehen wir eigentlich nur leuchtende Luft. Das Ding, das es verursacht hat, gibt es in diesem Moment nicht mehr. Und die typische Höhe in der Erdatmosphäre, wo diese Meteore entstehen, das sind so 70 bis 100 Kilometern, also an der Grenze zum Weltraum. Es gibt natürlich auch die größeren Teilchen. Also wir wollen ja jetzt nicht so etwas wie jenen Asteroiden beschreiben, der seinerzeit zum Aussterben der Dinosaurier und einer ganzen Menge anderer Spezies geführt hat, sondern es gibt ja auch noch ein gemäßigtes Feld darunter. Und wenn also jetzt ein Meteoroid in der Größenordnung von einigen Zentimetern, vielleicht bis zu 1-2 Metern mit der Erde kollidiert, das kann natürlich dann auch mehr sein, die Begriffsgrenze dann wirklich zu einem Asteroiden ist noch gar nicht offiziell festgelegt, dann entsteht natürlich auch so ein ionisierter Luftkanal. Aber das Ding ist dann vielleicht so groß, dass es nicht zur Gänze verdampft, sondern aufglüht. Und wir sehen dann eben beides. Wir sehen das verglühende Material und die ionisierte Luft. Damit ist das Ganze auch von der Leuchterscheinung her erstens mal vielleicht ein bisschen mehr ins Gelbliche verfärbt. Und das Ganze ist dann natürlich erheblich heller. Und eine sehr helle Sternschnuppe nennen wir gerne eine Feuerkugel, oder der Fachbegriff dazu ist Bolide. Ja, wird auch oft anders verwendet, das Wort, aber in der Astronomie hat der Bolide nicht 4 Räder, sondern ist ein sehr heller Meteor. Und unter Umständen bleibt da natürlich etwas übrig und gelangt bis zum Boden, schlägt dort auf. Und das, was wir dann tatsächlich am Boden finden, ist der Meteorit mit einem harten T. Und die gibt's im Museum zu bewundern, weil die werden gesammelt als Material aus dem Weltraum und natürlich auch untersucht. So, was ist ein Meteorschauer? Ein Meteorschauer ist eine zeitliche Häufung von Meteorerscheinungen. Meteore, sprich Sternschnuppen, gibt's immer. Die können jederzeit auftreten. Wenn dunkler Himmel ist, kann's vorkommen, dass eine Sternschnuppe am Himmel ist. Das ist gar nicht so selten. In einer sehr schönen, klaren Nacht kann's durchaus ganz normal sein, ein paar Dutzend Erscheinungen zu sehen. Das ist ganz normal, aber zu gewissen Zeiten im Jahr treten diese Erscheinungen dennoch gehäuft auf, nämlich immer dann, wenn sich die Erde durch eine besonders staubreiche Region im Sonnensystem bewegt. Welche das sind, werden wir gleich sehen. Nehmen wir jetzt diese Häufung mal als gegeben an. Dann stehen wir hier auf der Erde und es gibt eine Menge Sternschnuppen. Die kommen natürlich, die Einschlagrichtung ist im Regelfall sehr ähnlich. Warum? Weil der dominierende Faktor natürlich der ist, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Also die Bewegungsrichtung der Erde mit 30 Kilometern pro Sekunde, die spielt da schon ein gewaltiges Wörtchen mit. Und das kennen wir ja auch, wenn wir fahren und wir fahren in einen Mückenschwarm. Naja, dann ist auch unsere Bewegung, unsere eigene meistens der dominierende Faktor. Natürlich haben diese Meteoroide auch eine Eigengeschwindigkeit, weil sie umkreisen ja ebenfalls die Sonne. Und da sind wir auch ungefähr in der Größenordnung 30 bis 70, 80 Kilometer pro Sekunde.
Naja, und das gibt dann schon eine stattliche Kollisionsgeschwindigkeit, aber darum geht es gar nicht. Es geht jetzt darum, dass die also hier alle irgendwie aus der gleichen Richtung kommen. Jetzt ist die typische Leuchterscheinung des Meteors in circa 100 Kilometern Höhe. Das ist gar nicht so viel. Und wenn wir also hier stehen und es kommt hier einer runter und hier und hier und hier, dann entsteht für uns der Eindruck, dass diese Leuchterscheinungen alle an einem Punkt am Himmel ihren Ausgangspunkt zu haben scheinen. Und es entsteht dieser Effekt. Wir sehen verschiedene Spuren. Es sieht so aus, als kämen die alle von einem Mittelpunkt, den wir den sogenannten Radianten nennen. Ausgangspunkt. Und jetzt kommt die Benennung der Meteorströme. Dieser Radiant liegt natürlich irgendwo am Sternenhimmel. Und auch wenn die Leuchtspuren in nur ungefähr 100 Kilometer Höhe maximal entstehen, typischerweise sind es auch weniger, so 70 bis 100 Kilometern, so ist es doch am Sternenhimmel. Und weit, weit dahinter sehen wir die Sternbilder. Und wir Menschen können ja nicht fühlen, dass die Sterne wesentlich weiter entfernt sind. Uns fehlt das Sinnesorgan, dass es uns erlaubt zu unterscheiden, ob eine Leuchterscheinung am Himmel 100 Kilometer entfernt ist oder 100 Lichtjahre, was erheblich mehr ist. Und so ordnen wir diese Radianten bei den einzelnen Meteorströmen tatsächlich dem Sternenhimmel zu, obwohl natürlich die Meteore mit den Sternen, mit den Sternbildern nicht das Geringste zu tun haben, physikalisch. Sie sind Erscheinungen der Erdatmosphäre, aber sie sind am Sternenhimmel. Und dort, wo dieser Ausgangspunkt liegt, liegt natürlich ein Sternbild. Und nach diesem werden Meteorströme benannt. Und da gibt es also eine ganze Menge. Es gibt auch Meteorströme, die nach Sternbildern benannt sind, die es gar nicht mehr gibt. Wo kommen die Meteoroiden denn her? Naja, ich sagte schon, das Universum ist nicht sauber, es ist Staub drinnen. Aber die Staubteilchen, die uns einen Meteorstrom produzieren, die haben üblicherweise einen gemeinsamen Ursprung. Es ist Staub eines Kometen oder eines Asteroiden oder auch die Spur von Kollisionen von Asteroiden untereinander. Das ist aber dann schon wesentlich seltener. Die wichtigste Quelle für Meteoroide sind Kometen, denn wenn so ein Komet wie hier dieser Komet Neowise aus dem Jahr 2020, wenn so ein Komet in die Nähe der Sonne gelangt, dann wird er erwärmt und dabei passiert Folgendes: Das sehr leichte Kometenmaterial, typischerweise festes Kohlendioxid und festes Wasser, geht vom festen Zustand in den gasförmigen über und macht so diese wunderbaren diese Gashülle um den Kometen. Das ist dieses grünliche Dings da und den Gasschweif. Aber es ist so ein Komet auch sehr staubreich. Und aus dem sich auflösenden Kometenkern wird jede Menge Staub rausgerissen, der dann diese gelbliche, im Sonnenlicht sichtbare, das ist gelbliche, ist reflektiertes Sonnenlicht, diese Staubwolke hier erzeugt, diesen Kometenschweif. Und diese Staubwolke, dieser Kometenschweif, der bleibt natürlich im Sonnensystem. Der bleibt in der Bahn des Kometen um die Sonne. Und wenn die Erde dann durch so eine Kometenbahn durchgeht, dann gibt es gehäuft Meteoroide. Und wenn die mit der Erde kollidieren, gibt es Meteore. Und ein so ein Meteorstrom sind die Perseiden, benannt nach dem Sternbild
des Perseus. Und der Ursprung der Perseiden ist ein sogenannter kurzperiodischer Komet. Wir haben hier das Sonnensystem mit den inneren Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars, die da rund um die Sonne herumeilen. Und dann mit etwas Respektabstand das äußere Sonnensystem mit dem Jupiter, dem Saturn, dem Uranus und dem Neptun. Und im Verhältnis dazu die Bahn jenes Kometen, der die Perseiden uns erzeugt. Es ist der Komet mit der Bezeichnung 109P. Das ist also der 109. Komet, dessen kurzperiodische Natur erkannt wurde, und zwar von den beiden Astronomen Swift und Tuttle, Lewis Swift und Horace Tuttle, zwei englische Astronomen, 1862 war das schon. Und dieser Komet hat eine Umlaufzeit um die Sonne von 133 Jahren. Und wenn jetzt Sie meinen, was ist dran kurz an 133 Jahren, muss man sagen, jeder Komet, der so eine Umlaufbahn hat, die nicht aus dem System der Planeten, also bis inklusive Neptun, rausreicht, der gilt als kurzperiodisch, weil langperiodische Kometen haben Umlaufzeiten von Jahrtausenden und mehr. Also ist ein kurzperiodischer Komet. Der kam das letzte Mal in Sonnennähe 1992, ist jetzt da draußen, wie wir sehen, also ziemlich nahe dem sonnenfernsten Punkt. Das tut der Sache aber keinen Abbruch, denn die gesamte Kometenbahn, diese gesamte Ellipse da ist voller Staub, denn bei jeder Annäherung an die Sonne verliert der Komet Materie und dieses Material legt sich in der Bahn des Kometen um die Sonne ab. Und dieser Komet Swift-Tuttle hat eine Bahn, die jener der Erde um die Sonne sehr nahe kommen kann. Keine Angst, es kann niemals eine Kollision des Kometen mit der Erde geben. Das geht sich nicht ganz aus. Es kann Swift-Tuttle der Erde sehr nahe kommen, aber eben nur alle 133 Jahre. Das wäre denn dann eine sehr schöne Erscheinung am Himmel, aber die haben wir noch lang nicht. Aber wir sehen hier, wie nahe die beiden Bahnen einander kommen können. Allerdings sind sie sehr stark zueinander geneigt. Die Bahn von Swift-Tuttle steht fast senkrecht auf die Erdbahn, aber es gibt hier wirklich einen Punkt einer sehr engen Begegnung. Und an diesem Punkt steht die Erde jedes Jahr so rund um den 12. August. Kann mal der 13. auch sein. Das hat aber nur Ursache unseres Kalenders, der eben da natürlich die tatsächliche Umlaufbewegung der Erde um die Sonne nur annähern kann. Also jedes Mal so um den 12. August rum kommt die Erde der Bahn des Kometen 109P sehr nahe. Diese Bahn ist reich an interplanetarem Staub und es kommt zum Meteorschauer. Und wieso Perseiden? Wenn wir uns die Situation jetzt hier räumlich ansehen und hier bewegt sich die Erde um die Sonne, und so bewegt sich nicht nur der Komet um die Sonne, sondern auch sein Staub, dann sehen wir, dass uns eben diese Staubteilchen da so irgendwie von oben kommend, ganz unastronomisch gesprochen, erwischen. Und wenn wir jetzt diese Richtung, aus der die Teilchen kommen, verfolgen, dann haben wir von der Erde aus um den 12. August in dieser Richtung, aber weit, weit draußen, die Sterne des Perseus stehen. Und daher der Name Perseiden. Ich habe hier versucht, das Ganze noch von der Seite darzustellen. Da sehen wir also diese Kometenbahn von der Seite.
und die Erdbahn jetzt von oben. Und wenn sich also die Teilchen des Kometen hier bewegen, das muss man uns jetzt vorstellen, von unten nach oben, naja, und dann haben wir eigentlich in der Richtung, in der diese Teilchen kommen, wiederum den Perseus im Hintergrund. Das ist aber, wie gesagt, nicht unbedingt die beste Darstellung, muss ich sagen. Aber ich denke, als Erklärung ist es so einigermaßen gut. Ja, und jetzt zur Beobachtung Perseus. Perseus ist ein Sternbild, das zum nördlichen Herbsthimmel gehört, aber es steht so weit im Norden, dass dieses Sternbild bei uns von Mitte Sommer bis weit in den Winter hinein und über den Winter hinaus am Himmel beobachtbar ist. Es steht zwischen Cassiopeia und Andromeda auf der einen Seite und dem Fuhrmann auf der anderen Seite, gehört natürlich mythologisch zur Andromeda-Sage der Perseus, das ist jener griechische Haudegen, der zuvor das schreckliche Medusenhaupt abgeschlagen hat. Das Ding funktioniert aber immer noch und jeder, der es erblickt, erstarrt zu Stein. Damit Perseus das selbst nicht passiert, hat er seinen Schild poliert und verwendet ihn als Spiegel, um nicht direkt auf dieses Medusenhaupt blicken zu müssen. Und Perseus setzt dieses Medusenhaupt als Waffe ein, um die Andromeda, die einem Ungeheuer geopfert werden soll, zu befreien. Und das gelingt auch. Er beansprucht Andromeda als Braut. Die ist der Sache nicht ganz abgeneigt, allerdings schon einem anderen versprochen. Nun, da muss halt Perseus nochmal zum Medusenhaupt greifen, um dann letztendlich die Andromeda endgültig zu bekommen. Es ist eine wilde Geschichte aus der griechischen Mythologie und diese Sternbilder liegen da alle in der gleichen Himmelsgegend, sehr weit am nördlichen Sternenhimmel, sind am besten im Herbst zu sehen, aber ab Sommer bis weit in den Winter hinein und darüber hinaus. Und dieser Perseus ist ein Sternbild, das aus durchaus hellen Sternen besteht. Allerdings, die Figur drängt nicht notwendigerweise die eines griechischen Superhelden auf. Es fehlt an einigen Extremitäten, aber das Medusenhaupt mit seinen beiden Augen ist da. Algol, eines der Augen der Medusa. Mirfak, der hellste Stern des Perseus. Gut mit bloßem Auge zu sehen. Die Amerikaner nennen die vier hellsten Sterne des Perseus das hier die drei und das hier das T-Bone vom T-Bone Steak. Ja, und da haben wir den Perseus nochmal ein sehr schönes Sternbild, eigentlich tolle Objekte drin, aber das passt hier nicht her. Wie finden wir jetzt im August am Abend, am fortgeschrittenen Abend, den Perseus? Wir blicken nach Norden. Wir haben die Sterne von Ursa Major, den großen Wagen, die uns den Weg zum Polarstern weisen. Und wenn wir über den Polarstern hinausgehen, kommen wir zur Cassiopeia. Und in den fortgeschrittenen Abendstunden in Mitte August, so um 22 Uhr herum, steht der Perseus bei uns im Nordosten senkrecht unterhalb der Cassiopeia gerade im Aufgang. Leicht zu finden. Wenn es also wirklich so richtig dunkel wird, gegen 22 Uhr, also schon gut zwei Stunden früher als zur Sommersonnenwende Mitte August, steht Perseus tief im Nordosten und klettert dann rund um den Polarstern im Lauf der Nacht hoch am Himmel, bis er in der Morgendämmerung dann schon sehr hoch im Osten am Himmel steht. Und hier, das sehen wir uns gleich im nächsten Bild an, liegt dieser Radiant der Perseiden. Das ist natürlich selbst wiederum ein Wandelgestirn, weil es ja an einem Kometen dranhängt.
Und dieser Radiant wandert von Ende Juli von der Cassiopeia in den Perseus, bleibt dort bis in den August hinein, daher Perseiden, wobei um den 12. August herum fängt dieser Radiant mal an, doch jetzt ein kleines Stück in die Cassiopeia zurückzugehen und anschließend in das Sternbild der Giraffe. Aber trotzdem heißen sie die Perseiden und nicht die Camelopardaliden. Weil die gibt's auch, aber das ist ein anderer Meteorstrom. Ja, also wir haben den Ausgangspunkt der Perseiden da in den nördlichsten Bereichen des Sternbildes Perseus. Das ist genau genommen eine Himmelsregion, die in unseren Breiten gar nicht mehr untergeht, also zirkumpolar ist. Ja, und was ist jetzt heuer zu erwarten? Das, was ich jetzt gesagt habe, passiert jedes Jahr um diese Zeit. Was ist daher der limitierende Faktor? Und wir lassen mal das Wetter außen vor. Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, wie das Wetter Mitte August sein wird. Solche Prognosen gibt es nicht. Aber es gibt natürlich zwei Dinge, nämlich zum einen, wann genau tritt denn das Maximum ein? Wann wandert die Erde wirklich durch die Bahn des Kometen? Und wie sieht es mit dem Mond aus? Denn helles Mondlicht ist der Meteore Feind. Also, fassen wir es zusammen. Der Aktivitätszeitraum, in dem es grundsätzlich Perseiden zu sehen gibt, ist 17. Juli, also hat schon begonnen, bis 21. August. Da sind immer wieder welche drin, mehr oder weniger, aber nicht allzu viele. Die internationale Meteororganisation bemüht sich um genauere Prognosen und hat zwei Fenster für erhöhte Aktivität angegeben. Am 13. August um etwa 5 Uhr Sommerzeit und am 14. August um etwa 1 bis 2 Uhr 45 Weltzeit ist gleich 3 bis 4 Uhr 45 Sommerzeit. Beide Prognosen gelten als unsicher. Sicher ist das Maximum. Das Maximum tritt am 13. August ein und jetzt ist die Nachricht die für uns diesmal bei Tag. Also ja, manchmal geht sich's einfach nicht anders aus. Da ist man dann in Asien oder Nordamerika besser dran. Das Maximum ist am Tag, aber da dieses Maximum typischerweise recht breit ist und über einen Zeitraum von 2 bis 4 Tagen eine durchaus erhöhte Meteortätigkeit zu erwarten ist, ist das Ganze nicht so schlimm. Und wie sieht's mit dem Mond aus? Und das ist die gute Nachricht im heurigen Jahr. Es ist am 16. August Neumond. Das heißt, es gibt in den Tagen zuvor einen ganz dünnen abnehmenden Mond, der de facto überhaupt nicht stört. Gute Nachricht. Und dann haben wir natürlich noch die Dämmerung und ich sage mal die volle astronomische Dämmerung auf 48 Grad nördlicher Breite haben wir schon um 22.20 Uhr, also deutlich früher als zur Sommersonnenwende am 21. Juni, wo wir von 0.30 Uhr gesprochen haben. Ja, also ab 22.20 Uhr volle Dunkelheit. Und was dürfen wir jetzt erwarten? Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen, aber keine Angst. Diese Rechnerei habe ich uns schon vorweg abgenommen. Es geht jetzt einmal darum, wie hoch steht denn dieser Radiant wieder für 48 Grad Breite? Und wir sehen, der klettert von 20 Grad Ost-Nordost Höhe im Lauf der Nacht, bis es also dann wirklich hell wird, auf stolze 70 Grad. Allerdings senkrecht über uns, also 90 Grad Höhe, kann dieser Radiant der Perseiden für uns nie erreichen.
Das ist eine wichtige Aussage. So, diese Zahlen müssen wir uns irgendwo merken. Keine Angst, gibt alles zum Nachlesen. Und jetzt ist die Frage, wie viele Meteore gibt es wirklich? Und da wird oft in den Medien gesagt, 100 pro Stunde. Aber diese 100 pro Stunde, das ist eine tatsächliche Zahl, die für diesen Meteorstrom kommuniziert werden kann. Das ist die sogenannte stündliche Zenitalrate, ein abgekürzt ZHR, noch im englischen Begriff. Und das ist ein theoretischer Maximalwert, der erreicht würde, wenn der Radiant senkrecht über uns steht und der Himmel so dunkel ist, wie es überhaupt nur sein kann. Wie viele es wirklich werden, wie viele wir wirklich sehen, hängt ab von der Höhe des Radianten über dem Horizont, also das, was ich vorhin gerade als Tabelle präsentiert habe, einer gewissen Helligkeitsstatistik des Stroms, den nehmen wir mal als gegeben an. Die Perseiden haben hier einen Wert von 2,2. Ich mag nicht näher erläutern, was das ist. Das gibt ungefähr an, wie viele besonders helle gibt's denn, und dann natürlich der Himmelsqualität. Und für diese Himmelsqualität gibt es eine Maßzahl, nämlich die scheinbare visuelle Grenzgröße, die ich mit bloßem Auge erkennen kann. Ja, und die können wir messen. Und wenn wir diesen Wert kennen und die Höhe des Radianten, dann können wir die tatsächliche Anzahl der Meteore pro Stunde ausrechnen. Und das ist im Regelfall ein Wert, der immer kleiner als der theoretische Maximalwert ist. So, damit wir nicht zu viel Formeln machen, jetzt mal die scheinbare visuelle Grenzgröße. Wir brauchen dazu Ursa Minor, die kleine Bärin mit dem Polarstern, mit dem Polaris. Und dieses Sternbild eignet sich sehr gut, um die scheinbare visuelle Grenzgröße zu bestimmen. Haben wir eine scheinbare visuelle Grenzgröße von 3, was so typisch ein Stadthimmel ist, dann sieht Ursa Minor so aus. Bitte, wenn Sie nicht mal einen Polarstern erkennen, warten Sie bitte nicht auf Meteore. Dann ist es besser, mit dem Abend was anderes anzufangen. Ja, Polaris, der hellste Stern in Ursa Minor, Kochab, der zweithellste, ungefähr gleich hell. Dann ist da noch ein dritter. So, erreichen wir vierte Größenklasse. Das ist schon ein bisschen außerhalb Stadtrand einer Großstadt oder Kleinstadt abseits vom Zentrum. Dann sieht Ursa Minor schon so aus, noch weit entfernt von einem Wagen. So, haben wir eine Grenzgröße von 5. Das ist schon deutlich außerhalb der Stadt. Dann sehen wir Ursa Minor zur Gänze. Und haben wir eine Grenzgröße von 6, das ist also wirklich der tollste vorstellbare Himmel, Hochgebirge oder wirklich diese Deep Sky Resorts, die es gibt, zum Glück auch in Mitteleuropa schon, also da haben wir welche in Oberösterreich, da gibt es Havelland zum Beispiel, das ist natürlich in den Alpen, klar. Haben wir eine Grenzgröße von 6, dann sehen wir nicht nur das ganze Sternbild Ursa Minor, sondern eine Menge Sternchen rundherum. Und wenn wir diesen Wert wissen, dann können wir jetzt diese Formel ausfüllen und ich komme gleich mal zum Punkt. Das allertheoretischeste Optimum wird erreicht unter bestmöglich dunklem Himmel um 5 Uhr früh mit knapp unter 100. Aber wenn wir mitten in der Stadt am Abend auf Meteore warten, dann wären es vielleicht 2 Erscheinungen pro Stunde und es wären auch nicht viel mehr.
Die Tabelle haben wir auf unserer Webseite auch drauf, also die braucht jetzt niemand abzuschreiben oder auswendig zu lernen. Das ist der realistische Wert und es hängt, wie gesagt, ganz davon ab, wo wir sind. Und wenn wir jetzt mondstörend hätten, naja, dann fallen die ganz dunklen Teile natürlich weg. Je mehr Mond, desto weniger Meteore. Also bei Vollmond komme ich da maximal auf diese N4-Spalte, bei Halbmond auf die N5-Spalte, aber wir haben de facto kaum Mond. Also die 6 ist unter besten Himmelsbedingungen heuer im heurigen Jahr drin. Aber da gibt es natürlich noch andere Dinge. Ja, und wenn wir mal vergleichen, was sich so am Himmel bewegt, dann sind die Perseiden etwas, das natürlich sehr rasch über den Himmel huscht. Ein Meteor ist im Regelfall in weniger als einer Sekunde durch. Es gibt aber auch Erdsatelliten. Und die ziehen oft minutenlang ihre Bahn über den Himmel und bewegen sich. Und von der Anzahl sieht es da mittlerweile leider ganz dramatisch aus. Das hier ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Satellitenfahrplan für die Nacht vom 12. auf den 13. August. Nicht auswendig lernen, ändert sich noch. Das kann man wirklich erst am Tag vorher vernünftig auswerten. Aber es geht mir jetzt um die Anzahl. Wenn wir also die Perseidenanzahl unter bestmöglichen Bedingungen hernehmen und im Verhältnis dann die künstlichen Erdsatelliten unter ähnlich guten Sichtbedingungen, ja, dann sehen wir, dass wir hier mit unter 20 Erdsatelliten auf einen Perseiden haben, vor allem in der Abend- und Morgendämmerung. Das ist natürlich sehr dramatisch. Ja, das ist eine traurige Entwicklung, aber das müssen wir wissen, das ist so. Und das schränkt natürlich das Himmelserlebnis auch ein bisschen ein. Die einzig gute Nachricht ist, dass sich die Erdsatelliten doch eher horizontnah bewegen und also vor allem in der Abend- und Morgendämmerung dann schon den ganzen Himmel bevölkern. Allerdings so um die Mitternacht herum sich doch eher tief am Horizont aufhalten. Aber es gibt auch hochfliegende oder hochumkreisende Satelliten, die sind dann schon noch die ganze Nacht von der Sonne beleuchtet. Jo, was können wir sinnvoll tun? Also die beste Zeit sind die beiden Nächte, 12. auf 13., 13. auf 14. August nach Mitternacht. Wie beobachten wir Perseiden? Mit freiem Auge, kein Fernglas, kein Fernrohr, keine Sternwarte. Dunkler Ort mit freiem Blick in alle Richtungen und am besten liegend. Das gibt den besten Blick auf den Sternenhimmel in entspanntester Lage. Und eine sinnvolle Tätigkeit ist, die Dinger zu zählen. Wie viele sind es denn wirklich? Mit ein bisschen Übung kann man auch zählen und Helligkeit schätzen. Das ist dann noch besser. Aber anfangs reicht mal zählen. Sich Dinge wünschen, ist ein netter Spaß. Aber unter uns, ich denke, das wirkt nicht. Gut, soweit zu den Perseiden. Es gibt aber noch was im August, bis Ende August, nämlich Planeten und Kometen. Also, was haben wir denn noch? Ein Blick auf die hellen Planeten Mitte August zeigt uns, dass da momentan nicht allzu viel los ist. Wir haben ja dieser Tage das Verschwinden einiger Planeten erlebt. Merkur ist unbeobachtbar. Es gibt eine theoretische grenzwertige Abendsichtbarkeit, aber nicht für das bloße Auge. Venus ist erst ab Ende August wieder zu sehen, dann am Morgenhimmel. Sie ist dieser Tage am Abendhimmel verschwunden. Ebenso Mars
Auch Mars ist dieser Tage am Abendhimmel verschwunden. Er hätte noch genügend Elongation für eine Sichtbarkeit am Abend, aber leider liegt die Ekliptik schon viel zu flach, geht sich nicht mehr aus. Jupiter und Saturn sind die beiden am besten zu beobachtenden Planeten derzeit. Saturn de facto die ganze Nacht schon. Wir erleben ja im August die Saturn-Opposition. Und Jupiter hat schon die zweite Nachthälfte erwischt. Also die beiden schönen Planeten, die werden jetzt mehr und mehr zu reizvollen Objekten. Kurz zum Merkur. Es gibt eine grenzwertige Abendsichtbarkeit, die bis, sage ich mal, in die zweite Augustwoche geht. Das ist etwas, wo ich sage, man kann den Merkur mit einem Teleskop erspähen. Mit bloßem Auge geht nichts. Keine Chance. Ja, und da ist eben die Venus dieser Tage verschwunden. Eigentlich ist morgen der theoretisch letzte Tag, wo man sie noch mit bloßem Auge kurz in der Dämmerung sehen kann, das ist aber äußerst theoretisch. Mars ist nicht mehr mit bloßem Auge zu sehen, es geht auch nicht mehr. Venus hat ihre Abendsichtbarkeit beendet, zusammen mit dem Mars, da gab es diese Annäherung an den Regulus hier nochmal als Rückblende sozusagen. Es ist, wie gesagt, die Abendsichtbarkeit der Venus vorbei. Und sie kommt aber Ende August wieder, taucht sie dann Ende August im Osten auf. Da kommt sie schon. Hier ist sie. Am Morgenhimmel wird eine sehr schöne Morgensichtbarkeit der Venus, ist halt dann Morgenhimmel. Sehr schöne Morgensichtbarkeit, die im Oktober und November ihren Höhepunkt erreichen wird. Jetzt kommt die Venus da und ist noch relativ zaghaft in der Morgendämmerung, aber Ende August schon durchaus auffällig. Da ist natürlich dann auch der Mond dabei. Allerdings liegt die Mondbahn momentan so, dass die Begegnungen zwischen Venus und Mond sehr weit sind. In großem Abstand erfolgen, macht nicht unbedingt den tollen Eindruck, ist trotzdem nett. 12. September, die erste sinnvoll beobachtbare Begegnung von Venus am Morgenhimmel mit der sehr dünnen abnehmenden Mondsichel. Ja, und an Fixsternen sind es Procyon und Regulus, ein Winterstern und ein Frühlingsstern im Spätsommer am Morgenhimmel. Jupiter kommt in seine beste Beobachtungszeit. Noch bewegt er sich rechtläufig und schon ziemlich nördlich am Himmel in Sternbild wieder unterhalb dessen Hauptsternen Hamal und Sheratan. Jupiter erreicht seinen Stationärpunkt und das ist für uns das Zeichen, dass seine Sichtbarkeit die ganze zweite Nachthälfte erreicht hat. Also es wird schon ein Beobachtungsobjekt. Wenn wir dann eine Begegnung mit dem Mond haben, ist es eine Begegnung mit dem abnehmenden Halbmond, 8. August, in den Morgenstunden und auch da schon jede Menge Winterhimmel, das goldene Tor der Ekliptik, die Kapella und dann nochmal Anfang September, wiederum mit Winterhimmel, goldenes Tor der Ekliptik und Kapella. Saturn erreicht den Höhepunkt seiner Sichtbarkeit.
hat sich unauffällig angeschlichen in die ganze Nacht, weil er doch noch relativ südlich steht, hat zwar den Steinbock hinter sich gelassen, ist jetzt da in einer total sternarmen Gegend des Wassermanns gelandet, gar nicht allzu weit weg von dem schönen Helixnebel, der wäre da unten. Und Saturn ist rückläufig und gelangt am 27. August in Opposition zur Sonne. Das heißt, er ist die ganze Nacht über zu sehen und seine Ringe sind schon auffällig schmal geworden. Wir nähern uns einer Kantenstellung der Saturnringe an, die in 2 Jahren sein wird. Und wenn dann der Mond dem Saturn begegnet, dann ist es natürlich quasi der Vollmond, weil wir ja Opposition im August haben. 3. August, eine sehr weite Begegnung. Der helle Stern weit unterhalb ist Fomalhaut im südlichen Fisch. Und dann nochmal, das ist allerdings die schönere Begegnung, 31. August, kurz nach Saturn-Opposition. Vollmond bei Saturn, ich sage gleich dazu, so deutlich werden wir da den Saturn gar nicht sehen können, neben dem sehr hellen Mond. Und da unten wieder Fomalhaut. Dieser Vollmond ist auch, und das wird auch immer wieder in den Medien breitgetreten, obwohl es das nicht verdient, der sogenannte erdnächste Vollmond und damit auch der größte. Er ist so ungefähr 1% größer als der Vollmond im Monat davor oder danach oder 7% größer als der Durchschnitt übers ganze Jahr. Sehr geübte Beobachtende behaupten, das mit bloßem Auge erkennen zu können. Kann sein, aber das hängt von vielen Faktoren ab. Das ist der Vollmond am 31. August. Der Mond steht am 30.8. um 17.51 Uhr in Erdnähe im Perigeum und ein paar Stunden später der Sonne gegenüber als Vollmond. Und das eben neben dem Saturn. Achtung, Simulation mit Stellarium, Mond immer dreifach vergrößert, damit wir ihn in der Grafik hier überhaupt als Mond erkennen können. So, es ist wieder Saison für Uranus und Neptun. Uranus bewegt sich 2023 ebenfalls im Sternbild wieder, wie auch der Jupiter, unterhalb des Sternes Delta, namens Botein, im Widder. Da drüben wären Hamal und Sheratan, also unterhalb von dem in Fernglas durchaus gut zu finden. Wir sind da gar nicht mehr allzu weit von den Plejaden entfernt. Neptun ist etwas früher in der Nacht dran. Er bewegt sich jetzt endlich schon im Sternbild der Fische, hat also nach vielen Jahren den Wassermann verlassen und liegt jetzt hier unterhalb dieser sogenannten Fischellipse. Das ist so ein kleines zerdrücktes Sechseck von schwachen Sternchen, die den einen der beiden Fische symbolisieren sollen. Und da unter vielen, vielen ähnlich hellen Sternchen gibt es Potenzial, den Neptun zu finden, der sich dann aufgrund seiner markanten blaugrünen Färbung verraten könnte. Jo, und dann haben wir noch 2 Kometen. Einen, der im Norden gut zu sehen ist, und das ist 2023 E1. Namens Atlas. Er wurde am 1. März dieses Jahres entdeckt von dem automatischen Suchprogramm Atlas, hat eine langperiodische elliptische Bahn und erreichte den sonnennächsten Punkt am 1. Juli in einer Distanz, die in etwa der Erdentfernung entspricht, aber weit nördlich der Ekliptik, und das heißt für uns gute Beobachtbarkeit.
Wo ist er? Er ist am Abendhimmel zu sehen, und zwar in großer Höhe, wird natürlich im August schon ein wenig ungünstiger, aber okay. Seine Helligkeit erreicht etwa 9. bis 9,5. Größenklasse. Das ist also für visuelle Beobachtung unspektakulär zum Fotografieren, aber ganz nett. Und wo ist er? Er wanderte durch Ursa Minor hinein in den Drachen, und da ist er jetzt, und vom Drachen in den Cepheus. Und weiter durch den Cepheus in den Schwan. Und da gibt es einen Bonus, nämlich am 12. August, allerdings deutlich nach Mitternacht, steht Komet Atlas mitten im offenen Sternhaufen Messier 39. Da muss man vor der Morgendämmerung ans Werk gehen, da ist dann der Komet mittendrin, geht sich aber gut zum Beobachten aus. Und ich denke, der wird vielleicht ein bisschen hübscher sogar sein mit einer grünen Koma, als die Stellarium-Simulation hier es macht. Sind wir mal gespannt. Ich sage, das ist für alle, die was Außergewöhnliches aufnehmen möchten, vielleicht die Herausforderung des Monats. Leider eine ziemlich doofe Zeit. Es geht dann weiter durch den Schwan, weiter nach Süden, dann in den Adler hinein, und da wird dieser Komet Atlas dann leider etwas südlich. Naja, geht aber immer noch gut zu beobachten. Wie wir sehen, ist ein ziemlicher Schnellläufer. Also heißt nicht allzu lang belichten. Jo, und dann gibt es noch einen Kometen, der war jetzt über viele Wochen ein ausschließlicher Südhimmelkomet. Lemon, auch so ein automatisch entdeckter Komet, der wurde schon 2021 entdeckt von Mount Lemmon Survey. Ist auch ein langperiodischer. Und ziemlich geneigt, und der stand am 31., nein, der wird stehen am 31.07. im sonnennächsten Punkt seiner Bahn, etwa so weit von der Sonne entfernt wie die Marsbahn. Das ist dieser Punkt. Und der kommt von Süden nach Norden. Dieser Komet Lemon hat vor allem den Südhimmelbeobachtenden viel Freude gemacht. Und es gibt ja sehr viele robotische Teleskope auf der Südhalbkugel. Und mit diesen sieht Komet Lemon, der sich also für eine Beobachtungsstation am südlichen Wendekreis, also geradezu verdächtig hoch am Abendhimmel bewegt, so aus. Wirklich ein sehr hübscher Komet. Ich konnte mich vor etwa einer Woche selbst davon überzeugen, wie hübsch der ist. Und ist helligkeitsmäßig auch deutlich heller als der Komet Atlas. Er wird also so um die 8. Größenklasse erreichen. Es ist mit diesem Kometen Lemon dann für die Südstationen langsam im Oktober Schluss. Also da ist noch Zeit genug. Aber dieser Komet Lemon, wo ist der am Himmel? Der bewegt sich derzeit durch das Sternbildteleskop, und das ist natürlich klarer südlicher Sternenhimmel, hinein in das Sternbildaltar. Das steht südlich vom Skorpion, also kein Thema für Mitteleuropa. Aber dann geht's weiter. Und dann geht es durch den, dann geht es weiter ins Sternbild durch den Wolf, auch kein Sternbild für uns, in die Waage hinein. Und hier entwickelt sich tatsächlich eine ganz grenzwertige Sichtbarkeit am Abendhimmel für Mitteleuropa. Das ist natürlich nichts in Wirklichkeit. Es ist logisch, die Waage ist ein Frühlingssternbild, ein sehr südliches. Wir sind im Spätsommer.
Das geht nicht gut, aber ja, es ist eine theoretische Chance vorhanden, zwischen 15. und 30. August in der Abenddämmerung diesen Kometen auch in unseren Breiten zu sehen. Aber eine sehr theoretische Sache, eine extrem grenzwertige Sache ist das dann. So, einen habe ich noch. Die Supernova in Messier 101, Supernova 2023 IXF, da ist sie. Ja, die ist immer noch zu sehen. Und Messier 101 ist ein zirkumpolares Objekt. Das ist das ganze Jahr über beobachtbar bei uns. Gibt also keinen Grund, nicht hinzuschauen. Die Helligkeit der Supernova ist von etwa 11. Größenklasse um eine Größenklasse etwa gefallen auf 12. Das geht immer noch, um sie auf jeden Fall gut zu fotografieren. Ja, und das war es auch schon. Also wir sehen eine ganze Menge auch los am Sternenhimmel abseits der Perseiden. Eine ganze Menge an interessanten Dingen, auch wenn die Planeten jetzt mal so ein bisschen Sendepause haben, mit Ausnahme von Saturn und Jupiter. Aber es tut sich ja doch was. Ein schöner Komet am nördlichen Sternenhimmel, der es wert ist, beobachtet zu werden. Und eines kann man immer wieder nur sagen. Jetzt beginnt die beste Saison für Himmelsbeobachtung. Die Nächte werden wieder länger. Es wird merklich früher dunkel und merklich später hell. Und die Temperaturen sollten durchaus noch in einem angenehmen Bereich in der Nacht liegen. Wir reden da nicht von Minusgraden oder gar zweistelligen Minusgraden. Das heißt, August, September, Oktober, das ist in unseren Breiten die Saison schlechthin für Himmelsbeobachtung. In diesem Sinn wünsche ich schöne solche Himmelsbeobachtungen und bis zum nächsten Mal.